Hallo erstmal, danke fürs Kommen. Ich bin Masia und heute möchte ich euch kurz was erzählen zu Karriereerwartungen von Nachwuchsforschenden. Wie gesagt, also das wurde schon mal gesagt, aber kurz zu mir. Ich erforsche die Neurobiologie der Aggression und künftig möchte ich das Lernen feindseliger Erwartungen erforschen. Was ganz passend zum heutigen Thema wäre, ich hätte also was dazu erzählen können. Aber zwei Anträge von mir zu diesem Thema wurden abgelehnt. Ich darf das noch nicht also erforschen. Also aus Frust möchte ich heute gegen die Akademie ausrasten und dadurch die Rache kriegen. Und ja, das wäre die Begründung. Lass uns also anfangen. Also die klassische Erwartung, wenn man die Promotion anfängt, ist, dass man hart arbeiten muss, so sehr, dass im Laufe der Zeit Promovierende haben viele Gemeinsamkeiten mit Zombies. Die beide tragen alte, kaputte Klamotten, die sehen schlecht aus, die erreichen ihre Ziele mit großen Verzögerungen. Übrigens wegen Klamotten, diese Jacke ist 5 Jahre alt und die hat mir meine Mama gekauft vor der Promotion, also verwechselt euch nicht, ich bin der Typ. Die Erwartung folgt so, dass wenn man weiter hart arbeitet und viel publiziert und den ganzen Kram, man kann langsam auf die akademische Leiter steigen, bis man sich als Professor entspannen kann. Oder Mario? Hier könnt ihr die Laufgeschwindigkeit eines Nachwuchsforschenden und wie sie nach der Professur abnimmt. Das sind absolut wissenschaftlich belegte Daten. Aber jetzt zeige ich euch einige echte Daten. Laut dieser Studie von amerikanischen Forschenden, wer sonst, jeder Professor oder Professorin produziert etwa 7,8 Promovierte im Durchschnitt im Laufe ihrer Karriere. Hier könnt ihr die 7 sehen, die 7 ganzen Promovierenden sehen und den 8, der den Kopf verliert im Laufe der Promotion. Das sind Daten aus der Ingenieurswissenschaft, also es ist selbstverständlich Fach und Land und erfolgsabhängig, aber lass uns jetzt mal diese Daten akzeptieren. Also, aus diesen 7,8 Promovierten, nur einer kann die Professur übernehmen. Außer neue Professorstellen ausgeschrieben werden, was ganz selten vorkommt. Wir haben also, wie viele schon aufgezeigt haben, eine Überproduktion an Doktoranden in Bezug zu den verfügbaren Stellen in der Universität. Ganz schlimm. Jetzt kommen wir zu der Verletzung der Erwartungen. Das hier ist die Realität. Also das sind Daten aus verschiedenen europäischen Umfragen unter Promovierten. Und diese roten Pfeile zeigen den Karriereablauf von einem, weiß nicht wie viele, Promovierten. Also dieser Ablauf ist in drei, sagen wir, Phasen unterteilt. Einerseits haben wir Nachwuchsforschung, also das sind nur befristete Verträge. Dann haben wir unbefristete Forschungsstellen und dann endlich die Professur. Wie ihr sehen könnt, nur 4% der Promovierten bekommen eine feste Forschungsstelle im Universitätsbetrieb. Das sind die, die das Ziel erreichen. Vom Ganzen nur 0,5 davon sind Professoren. Und dann haben wir diesen dicken, roten, riesigen Pfeil hier. Das sind Leute, die die Wissenschaft verlassen in der frühen Phase der akademischen Karriere. Weil sie, was weiß ich, Geld, Kinder oder Spaß am Leben haben wollen. Keine Ahnung. Ein damit bezogenes Thema ist der Druck des Alters irgendwie. Hier könnt ihr die Altersverteilung der Promovierenden 2017 in Deutschland. Die hier links lassen wir lieber raus. Das spiegelt die Realität nicht. Also, die Realität ist eher, dass die meisten Leute promovieren, wenn sie rund 30 sind.
Wenn man noch dazu ein paar Postdocs fügt oder andere Forschungserfahrung, wir haben ein typisches Profil von Leuten, die Mitte 30 sind, überspezialisiert in einem sehr komischen Thema, die einen oder zweijährigen Vertrag haben und die sehen schon, dass sie keine Professur kriegen. Also was tut diese Leute jetzt, die Arme? Das hat nichts mit meiner Situation zu tun, klar. Also viele Nachwuchsforschende realisieren, dass es nichts mit Forschung wird, wenn sie schon ultra spezialisiert und, sagen wir mal, reif sind. All diese Faktoren führen dazu, dass die Erwartungen, die vielleicht ambitionierte Erwartungen am Anfang der Karriere, sowie einen Nobelpreis zu gewinnen oder wichtige Beiträge zu dem eigenen Forschungsfeld zu machen oder was sonst immer, langsam abnehmen, bis man zufrieden ist mit kostenloser Pizza bei der nächsten Konferenz oder eben mit einem Sieg in einem Science Slam in Marburg. Blinzeln, blinzeln. Deswegen mein Hinweis aus meiner sehr begrenzten Erfahrung wäre, vielleicht die Erwartungen schon dämpfen, die anfänglichen Erwartungen schon dämpfen und Doktorarbeit und Postdocs als Erfahrung und Bildung zu betrachten und nicht so sehr als Einstieg in die Forschung. Ich möchte mal Schluss machen mit den positiven Aspekten. Einen Job zu finden ist doch realistisch, scheinbar. Das hier sind Daten aus einer europaweiten Umfrage unter etwa 2000 Promovierten. 96% aller Befragten hatten doch einen Job, mehr als 60% hatten einen unbefristeten Job, 24% einen befristeten Job, ja, ist halt so. Auch unter den Arbeitslosen, einige waren freiwillig in der Situation, das sind die, die eine Pause gemacht haben, oder eben, wir hatten Leute, die in die Rente gegangen sind. Also, das ist auch eine Möglichkeit. Promovieren und Postdocs, befristeten Postdocs nacheinander zu machen, bis man direkt in die Rente geht. Wie geil wäre das denn? Ich habe wie immer zu schnell geredet, also ich habe noch 2 Minuten, mache ich erstmal Schluss. Ich will das Privileg der akademischen Karriere nicht verweigern. Also wir haben auch viele Vorteile. Hauptsache, dass wir unsere Arbeitszeiten flexibel gestalten können. Und wir arbeiten, woran unsere Leidenschaft liegt. Also sozusagen im Universitätsbetrieb, jeden Tag ist ein Samstag. Man muss nur am Samstag arbeiten, leider. Damit möchte ich mich mal für eure Aufmerksamkeit bedanken euch einen schönen Abend noch wünschen. Jo. Dankeschön. Vielen Dank.